So, weiter geht's mit SpongeBob. Und... ja, Hilfe. Hat sich schon wieder voll gelohnt. Wieso komme ich da nicht rüber? Tschüss. Aber wie schaffe ich diese Aufgabe von Mr. Krabs? Könnte der mir irgendwie mal so in der Hälfte sein? So. Jetzt kommt er rein. Jetzt geht der weg. Ich wollte nicht da runterfallen, dass ich mit dir runterspringe. Ich vergesse immer wieder, dass ich mit den scheiß, mit den schweren Objekten nicht mit dir. Ich brauche die schon. Ich brauche die Dinger nicht dafür. Komm wieder her! Ich komme zu dir oder was? Wie flachsen jetzt? Nein! Ich wollte nicht runterspringen, warum? Ich war ja kein Doppelsprung, hätte ich den Doppelsprung machen. Ich komme zu dir. Ich komme zu dir, mein Freund. Ja, komm, Feigling. Der Roboter hat Bumm gemacht. Wie zur Hölle? Aber wie zur Hölle? Da muss ich ran, da muss ich ran. So. Das ist der hier wieder natürlich da. Arsch, hau ab, Papier! Ja, oder sag ich Papier. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. So hell, so glänzend. Nummer 1. So, jetzt muss ich überlegen, wie komme ich da jetzt. Wie kriege ich den da? Ich habe jetzt zwei da drüben. Mehr oder weniger. Jetzt muss ich aber noch gucken, dass ich noch mal einen rüber kriege. Aber wie zur Hölle kann ich das machen? Ich muss ja von irgendwo noch was einholen. Jetzt muss ich von irgendwo noch einen holen. Aber wo kriege ich den jetzt her? Weil da ist ein Buchs. Nie. Oder was? Bin ich blöder oder was? Klappe. Aber ich hinter unten. Nee, da komme ich ja niemals hin. Da unten wäre eine Eisdings. Aber selbst die Eisbahn würde mich mehr oder weniger nichts zu. Würde mich auch nur kurzfristig zu irgendwas bringen. Er hat keine Eisbahn, er hat kein Eis. Ich meine, die Eis, das Ding einfrieren. Der hat ja auch noch einen, aber wie gesagt, keine Ahnung, ich habe nur kann man nur eine Idee gerade. Hart wie ein Fels. So. Aber wie zur Hölle? So, kann ich den. Es muss ja irgendwas mit dem zu tun haben. Also den muss ich ja irgendwie darüber kriegen.
So. Wozu das wohl gut ist? So, der ist da drüben. Karibu! So, Roboter bei uns gemacht, den habe ich jetzt auch weg. Aber wie zur Hölle? Ich krieg den doch nie da hoch. Theoretisch müsste ich den ja. Wenn ich damit springen könnte, wenn ich hätte den ja nur drüben. Ich hoffe, ich habe jetzt durch alle zurückgesetzt. Ich kann leider nicht werfen, weil das ist ein Problem, wenn ich den jetzt werfe. Ich würde ja gern werfen. Das schaffe ich doch nie. So, ich hoffe, dass ich nicht alle jetzt zurückgesetzt habe, sondern nur den einen. Wenn ich jetzt natürlich schaffe, den da hochzukriegen. Ja! Das ist genau das, was ich haben wollte. Ich den jetzt da hochkriege. So, warte mal. Doch, eigentlich schon. Ich habe doch alles drei. So, jetzt habe ich alle drei da drauf, oder nicht? Und hab sie. Bam. Die Idee war gut, die Idee war gut. Ich habe sie noch nicht umgesetzt gekriegt. Jetzt habe ich sie tatsächlich drauf. Und jetzt haben wir sie alle hochgekriegt. Jetzt haben wir die Teile oder die Ranke. Und jetzt können wir nämlich das oben das Ding holen. Gut gemacht, Junge. Nächstes Mal, wenn ich ein paar Kunden für die große Krabbe angeln muss, gebe ich dir Bescheid. Sind die Kunden nicht so groß für einen... Ah, oh, Patrick. Du bist schon ein merkwürdiger Typ, Patrick. Aber du kannst mir ruhig mal einen goldenen Pfannwender geben, weil ich eigentlich mehr oder weniger das geschafft habe. Aber wie gesagt, natürlich, wir haben jetzt erstmal... Oh, Junge, Junge, jedenfalls den Pfannwender haben wir am Start. Wir können mit Spongebob noch angeln, oder nicht? Ja, da vorne ist ja noch irgendwo ein Dings, ne? Warte mal, wo haben wir den denn? Hab ich die angenommen und nicht gesehen, dass da noch was ist? Da ist doch was. Ist da unten noch einer? Ne, ist nur Blumen, ne? Gut, dann machen wir das so. Nein, hau von mir! Klappe jetzt da! Meine Güte! Egal, wir haben es geschafft, liebe Leute. Wir haben den goldenen Pfannwender dieses Level geholt. Das ist erstmal das Wichtigste. Und in der Seetanghöhle geht's in der nächsten Episode weiter. Naja, wir machen doch noch ein bisschen weiter. Mal gucken. Seetanghöhle, los geht's. Moin, Blaubarschbube. Hi. Falls du SpongeBob siehst, ich brauche seine Hilfe. Okidoki. Haben wir noch eine Bushaltestelle? Ja, hier, ne? So, wir gehen wieder zu Spongy zurück. Hey, Junge, falls du ein bisschen Zeit hast, könnte ich deine Hilfe gebrauchen. Versuchen. Klar, Blaubarschbube, was steht an? Ich versuche, meine verlorenen Energiekristalle zurückzuholen, die meine neue und geheime Superheldenkraft antreiben. Scheinbar haben die Roboter meinen Vorrat gefunden und in dieser Höhle versteckt. Geheime Superheldenkraft? Was macht sie denn? Was macht sie denn? Wenn ich es dir sagen würde, wäre es ja nicht mehr geheim, oder? Vertrau mir einfach, es ist wichtig, diese Kristalle zu finden. Ich würde ja selbst suchen, aber meine entzündeten Fußballen tun heute so weh. Na, dann ruh deine Superknochen mal aus. Ich werde die Kristalle für dich suchen. So, okay. Jedenfalls haben wir das zumindest. Da vorne ist ein super Dings. Das können wir. Das ist relativ easy eigentlich zu schaffen. Und zwar so. Es sind noch fünf. Okay, es gibt. Oh, wir lassen mal gerade. Was müssen wir denn hier machen? Ich guck mich mal gerade so ein bisschen um.
geht doch nichts über den Geruch von Seifenblasen am Morgen. Okay, das hat irgendwas Näheres zu bedeuten. Da, ach, da ist eine... Warte mal, kriege ich die von da gesteuert? Jetzt geht ihr beide hoch oder nur eine? Nur eine. Aber wie komme ich da weiter? Das Ding hat auch irgendwas Näheres zu bedeuten, oder nicht? Ah, Patrick, wir müssen da raufwerfen. Okay, das habe ich nicht gesehen. Gut, dann machen wir mal mit Paddy weiter. Mit unserem guten Freund. Dann können wir wahrscheinlich die zweite hochmachen und dann passt das soweit. Jetzt verstehe ich auch, warum der Schalter da ist. Blup. Oder auch nicht. So war zum Thema. So. So glänzend. Das ist aber nur der eine, oder? Gut, wir haben noch 2 von 6. Und wir haben noch 4 Camper. Warte mal. Wenn ich den jetzt... Rein theoretisch grüße ich ja mit Patrick hier, mit Sponchi hier drauf. Und dann mit der Rakete rüber, oder nicht? Ja, aber das geht jetzt wahrscheinlich nicht. Ja, also es ist nicht ganz einfach, es ist ein bisschen knifflig gemacht und wie gesagt, wir sind froh, dass wir mit dem Stein auf die Reihe bekommen. Wir haben es ja nicht allzu viel vermissen lassen. Das heißt, wir müssen jetzt mit Paddy. Wir gehen also jetzt da mit Spongy hoch. Aber es war echt mal durch. Boah, das wird eine harte Nummer werden, definitiv. SpongeBob an Einsatzleitung. Es kann losgehen. Okay, es geht. Es muss nur ein bisschen besser, justiert werden. Okay, das ist immer wieder, dass wir da kaputt drüber müssen. So, warte mal. Ups, das war ein bisschen zu früh. Ah, das war zu niedrig. Die Idee war gut. Nein! Scheiße, ich hab das gerade verfehlt, die Scheiße. Ah, warte. Jetzt haben wir's. Und damit haben wir die Aufgabe, aber das Ding auch offen. Oh. Upsi, bitte, das ist nicht zurückgesetzt sein. Das ist, nein, bitte nicht jetzt. Solange ich eckig und ein Schwamm bin, werde ich Bikini Bottom nicht im Stich lassen. Klappe jetzt. Jaut. Bitte, lass nicht jetzt das Tor offen sein. Nee, ist es nicht. Alles klar. Gut. So, also hier müssen wir wieder mit Patrick hin. Und da ist der fehlende... Okay, auch hier wieder Schalter zum Öffnen. Gut, das machen wir doch. Das schaffen wir doch, oder? Wir sind da durch mit dem Ding. Ups. Oh, das ist eine Socke? Hier ist ein Kristall, ne? Blasenpower! Bam! Sehr gut! Warte mal. Ich sehe gerade, dass da irgendwo was ist. Den nehmen wir mal mit. Fühle mich wie ein neuer. Wir haben eine neue Unterbox. Gut. Das heißt, wir müssen wieder hinter zur Bushaltestelle, ein bisschen Patrick wechseln, weil wir den Schalter aktivieren müssen. Also, es ist nicht ganz einfach gemacht, einfach. Weil du immer wieder die Charaktere wechseln musst. So, einmal zu Patrick zurück, dass wir danach wieder ein bisschen. Ich hoffe, das war. Haben wir hinten oder wo? Sag ich schon, eigentlich nicht, ne?
kurz. Weil da oben ist ja ein weiterer. Ein Dödel. Ich nenne ihn Dödel. Einfach Dödel. Juhu, los geht's! Also, einmal Dödel hoch. Einmal Dödel mit. Und einmal irgendwas aktivieren. Wir müssen da hoch. Cool. Also, das Ding ist halt definitiv aktiviert. Das müssen wir nur gerade gucken. Ja, hier müssen wir hoch. Das Schöne ist, hier ist nicht viel Wasser. Hier ist ein weiterer Kristall, Nummer 3. Okay, dann müssen wir hier wahrscheinlich weiter. Ja. Mit Sicherheit. Scheiße. So, weiterer Dödel irgendwo. Habe ich immer noch einen Dödel? Das können wir nur mit SpongeBob machen, glaube ich. Hilfe! Aber ich brauche Dödel. Aber kann ich den Dödel nehmen und den alten Dödel nehmen? Weil wir oder funktioniert das nicht in vorne? Das haben wir nur clever gemacht. Warte mal, was ist das hier Sinn der Sache? Ich versuche mal, warte mal. Was? Schalter. Das ist das Volk, gib mir gerade ein bisschen auf den Senkel. Das ist aber nur ein bisschen Gedankenspielerei von mir. So, da ist wieder was. Boah, Alter. Du gehst mir auf den Senkel gerade, liebe Wolke. Ich muss mal gerade gucken, dass ich da hochkomme irgendwo. Ach, du bist... Da bist du! Schon viel besser. Ja, warte mal, ich muss mal gerade gucken. Ach, ich will wieder zu Spongy zurück, ne? Weil ich habe keine Bushaltestelle. Das ist das Problem an der Sache. Das heißt, ich kann den Typen nicht töten. Also, was heißt den Typen nicht töten? Oder warte mal, wir müssen hier einfach zurück. Wir gehen zu Spongy zurück. Weil da kann ich die oben wegschießen. Wow! Also, man läuft hier ein bisschen hin und her. Warte mal kurz, ich bleib ein bisschen verlaufen. Da ist er nämlich. Ja, ja, ich hab mich ein bisschen verlaufen. Ich muss wahrscheinlich auch wieder gleich zurück zu. So, weil da kann ich nämlich den Typen mal oben wegtöten, der mir gerade ein bisschen auf den Senkel geht. Und wir müssen wahrscheinlich dann eh weiter. Ich hab das nicht gleich immer noch eine zweite Bushaltestelle finden, ey. Wo ist denn der hin, der Typ? Da oben. Ich komme! Mein Gott! Deine Regenwolken können jetzt mal sich ganz schön verziehen. Weil den haben. Ich hoffe, dass ich jetzt alle hab. So typ jetzt hab. Ich halte es nicht aus. Okay. Und die Kiste. Und eine Bushaltestelle. Sehr geil. Ich sollte mal wieder waschen. Super. Also, wir haben auf jeden Fall. Ich muss ja nochmal zum Level zurück. Warum darf ich das nicht? Oh, warte mal. Weil da das ein oder andere Ding noch war, oder? Ja. Jetzt habe ich natürlich wieder das Problem, aber ich habe zumindest die Haltestelle freigeschaltet. So. Gute Nacht, du. So, jetzt muss ich kurz hier den Typen mal wegschießen. Aber wie soll denn? Da oben.
Ja, da. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Autsch! So, kommt er jetzt hier hoch oder was? Ich habe schon gesehen, der hinter so. Er schießt sich mal gerade von mir, weil er mir gerade ein bisschen auf den Senkel gegessen. So, da oben ist noch was, ein Kristall, genau. Und den anderen Kristall, einen weiteren Kristall habe ich gesehen, der ist nämlich hier hinter. Aber jetzt muss ich erstmal irgendwo hoch. Warte mal, warte. Das sind so schon Unterhose. Ich brauche mal kurz eine Möglichkeit. Warte mal, wo muss ich denn da hoch? Hier. Oder auch nicht? Das war doch ziemlich einfach, oder nicht? Ich war doch eben schon da oben. Warte mal, war ich denn da eben? Hier oben oder was? Ja. Also war ich doch richtig. Okay, das war eben schon so. Ach, das ist die. Ah, der Anfang. Der Anfang, okay. Da brauche ich nicht immer wieder zurückzurennen, sondern kann ich wieder. Kann über die Teleportkiste wieder zu hoch auf Patrick gehen. Also wieder oben, ne? Ja. Genau, da unten ist mich die alte Bushaltestelle, aber ich muss wahrscheinlich. Oder. Ja doch, mal kurz sagen. Wo muss ich denn da lang? Hey, ich war doch schon. War doch schon mal so weit. Ja, doch, war richtig. Strahlend weiß. So. Jetzt muss ich gerade gucken, dass ich wieder hochkomme. Und dann wahrscheinlich. Da ist ja. Wie komme ich? Kriege ich die jetzt hoch? Da ist auch. Warte mal, da war doch irgendwo ein Schalter. Habe ich das nicht gesehen? Habe ich das falsch gesehen? Oder war das. Irgendwo war doch ein Schalter. Der muss doch irgendwas öffnen. Der Dödel hat ja das Ding geöffnet. Oder? Dadurch, dass ich ja gestorben bin? Warte mal. Ich muss ja nochmal was holen. Nee, der Dödel hat ja das Ding geöffnet, ne? Probieren wir es nochmal, warte mal. Nehmen wir mal Dödel mit. Ne, warte mal, Dödel hat ja. Dödel hat was anderes geöffnet. Oder hat er jetzt. War das jetzt doch das? Oder was? Hey, sind beide zu, oder? Ja. Also, warte mal. Auch Dödel. Ja, genau. Das hört sich irgendwie so an, als wäre der anders geöffnet worden. So, warte mal. Also, was machst du jetzt auf? Ach so, okay. Ach, jetzt gehen die tatsächlich hoch. Okay, die waren nämlich unten. Ich
muss jetzt was hoch mitnehmen, oder was? Soll ich das denn schaffen? Uff! Hey, meinem Rücken geht es viel besser! Soll ich das denn schaffen, da was hochzu... Also, es wird wahrscheinlich... Ja, wahrscheinlich wird auf die Chance hoffen, dass ich nochmal da runter muss. Aber wo muss ich denn heran? So. Wo muss ich denn da runter? Muss ich denn da hin? Ich muss ja hier irgendwas öffnen, oder nicht? Also klar, ich weiß wie, warum auch, was und wie und wo. Wie ein Fels. Aber ich muss ja irgendwas öffnen. Ich muss ja die Dinger da auch hochkriegen, oder nicht? Aber wie kriege ich die hier hoch? Ist da nichts zum Öffnen? Wie kriege ich die hoch? Hm? Na klar, aber wie? Hier ist ja. Warte mal. Gut, okay, klar. Das heißt, ich muss Dödel hier hochwerfen. Ich stehe hier hoch von da unten? Oh, warte mal, wo ist denn der? Oder habe ich irgendwo noch einen Dödel? Warte mal, wo ist denn Dödel? Ich weiß noch nicht von da unten hier hoch, was hochzuwerfen. Schau mal, was. Ich weiß doch nicht, um niemals einen Dödel hier hochzuwerfen, oder? Habe ich noch was? Habe ich noch einen Dödel hier unten irgendwo? Aber jetzt brauche ich ihn ja noch nicht. Zumindest nicht da. Ah, das sind die Pflanzen, die jetzt reingehen, okay. Warte mal. Wir müssen echt viel Zeug herumtragen. So. Das schaffe ich noch niemals darüber, den da hochzubringen, oder nicht? Schon, klar. Theoretisch. Ja gut, okay, klar. Super. Okay. Warte. Ah, ich kann's, aber passt schon. Warte mal. Ja, das war der Gedanke dahinter. Und jetzt muss ich das Ding da hoch. Warte mal, muss ich den dann wieder auf diese Plattform setzen? Da, wo gehst du hin? Du gehst auch noch was hoch. Oder was? Warte mal, ich guck mal hier ganz kurz mit mal. Zahl. Nummer 4. Cool. Okay, dann hat sich das damit sich jetzt mal ein bisschen gelohnt, da raus so hoch zu gehen. Ich gehe mal kurz wieder runter. Und schmeiß mal Dödel auf die Spur. Das ist das Ding hier. So. Jetzt geht natürlich ein Ding hoch. Ich gehe kurz rüber zu SpongeBob. Wechsel mal kurz zu SpongeBob. Dann kann ich mit der Rakete um aufs Ding schießen und hab einen weiteren Durchgang offen. Blub. So, warte mal. So, jetzt guck ich mal kurz, in welchen ich offen habe. Welcher da oben offen ist. Warte mal. Aber. Bin ein bisschen geblendet gerade. Sind noch zwei nebeneinander. Da ist er. Na gut, der Weg ist so scheiße. Den muss ich da ein bisschen anders setzen. Das kriegen wir noch besser hin. Warte.
Hey. So, doch mit dem Ding oder was? Von da unten? Ja, warte mal, es ist schon theoretisch noch was. Es ist halt nur ein bisschen. Muss ja nur den Winkel treffen. Nein! Du musst ja damit. Entschuldigung, kannst du. Ja, wir haben zwar nicht das Ding getroffen, aber wir haben das Ding offen. Oder? Ist doch das heile Tor jetzt noch offen, ne? Ja, das da. Ist offen. So. Nimm das. Das ist aber nicht das, was ich. Ich glaube nicht, dass das ist, was ich meine. Nee, das ist das nicht. Das ist das, wo ich das Ding gerade hergeholt habe. Das ist ein anderes Tor, was offen ist. Warte mal. Halt von den Dingern ist offen. Das ist das, wo ich andere, was ich habe. Ja, das Ding ist offen. Ich fühle mich wie ein da ist auch ein Pannenländer. Jetzt muss ich wieder zu Patrick, oder was? Und weiter Camper, Nummer 3. Cool! So, jetzt muss ich wieder zu Patty wechseln. Wahrscheinlich. Weil wir haben ja die Aufgabe jetzt mehr oder weniger gelöst. Das heißt, ich schmeiße Dödel den nächsten Dödel irgendwo hin. Und dann kriege ich wahrscheinlich das letzte Teil auf. Okay. Da haben wir fast diese Detailhöhle gemeistert heute. Auch wenn die jetzt ein bisschen länger Folge, wahrscheinlich geht die Folge. Ich muss mal gucken, wie ich sie schneide. Ja, ich kann ja brauche ich hochklettern. Ich kann ja mit Patrick. Ja, hallo Katze. Warte mal. So, dann gehe ich jetzt mit Patrick hier mal kurz eben durch. Dann ist nämlich das hier. Warte, jetzt muss ich gerade gucken, wo ich lang muss. Nee, das ist das Falsche. Also, wo war das jetzt? War das doch richtig? Ja, doch, war natürlich richtig. Aber du bist falsch gedacht. Okay. Juhu, los geht's! Hey. Ja, was war der Gedanke dahinter? Ein Fels. So, jetzt muss ich gerade gucken. Hab ich hier. Ne, war es kein Camper. Warte mal, wo war denn der? Wo müssen wir jetzt? Wo muss ich denn da jetzt mit dem Ding hin? Warte mal. Ey, warte mal, hey. Nee, das war's nicht. Warte mal. Hey. Ich bin eben schon hier. Habt ihr eben noch was gesehen? Hier wahrscheinlich. Nee, das war's nicht. Quatsch, Spitzhose. Ich muss ja die Steinplatte öffnen. Hey! Ich hab da eine Schamplatte gesehen, ich weiß noch nicht, wo sie her ist. Wo sie ab. Das wäre der letzte Ausweg, aber. Warte, wo war das Ding jetzt hin? Hä? Hey. Du bist das nicht? Wo hab ich das? Wo hab ich denn jetzt die Dö? Wo hab ich das Ding jetzt gesehen? Ist das blöder?